Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönitsch. Willkommen back zu einem neuen Gun Game hier in Black Ops 2. Ich liebe Gun Games, liebe Partyspiele. Und ich muss mal wirklich Gun Game bei Advanced Warfare versuchen. Vielleicht macht es ja extrem viel Spaß. Und ich habe mal wieder Lust drauf. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Und übrigens, ihr seht ja mein One Piece Dings da, was ich aufhabe. Ihr wisst, was ich meine. Ein paar Leute haben mich gefragt, was ich genau da trage. Und zwar nennt sich diese Kleidung One Piece. Und das ist so ein Jumpsuit. Sowas, so nennt man sowas. ja, das ist quasi. Was macht der Typ dort? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Der Typ kommt von da hinten. Und das ist quasi ein Jumpsuit. Also nur ein Teil. Hallo, ich bin hinten. Schauen die Leute nicht auf die Map? Das ist das, was ich die ganze Zeit tue. Ich schaue nur auf die Map. Wow! Ich hab mich Wow, yeah! Meine Empfindlichkeit ist immer noch so hoch, verdammt. Ich hab eine zu hohe Empfindlichkeit. Ohne die Map würde ich nicht gar nicht, was ich tun soll, Baby. Ohne die Map wäre das viel zu gruselig für mich. Aber was ich sagen wollte, da mich sehr, sehr viele Leute danach gefragt haben, habe ich mich entschieden, ein Sponsoring mit denen einzugehen. Und dadurch kann ich, glaube, selber Codes erstellen. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber irgendwie selber Codes erstellen. Ich verstehe nicht, was der Typ dort macht. Ich glaube, der ist eingeschlafen. Und dann bekommt ihr diese Kleidung, weil sie ist wirklich, wirklich, wirklich teuer. Bekommt ihr sie billiger und das bis zu 15 und 20%. Das ist quasi ein Fünftel. Deswegen, wow! What the fuck, geht ihr vor sich? Holy shit! Danny das Beast! So nenne ich den Beresen! Oh yeah! Boah, fühlt sich das gut an zu dominieren. Ich habe das Gefühl, die Gegner wollen irgendwie verlieren. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, das jetzt so null zu beenden, aber das ist schon ziemlich badass, was ich hier tue. Was ziemlich nice ist. Hier läuft keiner mehr lang. Ich verstehe, hier läuft keiner mehr lang. Okay. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo ich ein Problem habe. Ja, ich gebe es zu. Oh oh. Ob das eine gute Idee? Oh mein Gott, ich habe mich erschreckt! Wer hat sich auch erschreckt? Okay, ich gebe High Five. Psst. Ja, das wusste ich. Spätestens bei der Sniper werde ich sterben. Nein, oh, das wär's gewesen. Aber ist okay. Oh, nice, vielen Dank. Oh, wow. Du kleine Lucky Missgeburt. Holy shit, habt ihr es gesehen? Oh, in dein Gesicht. Ich glaube, das hat ihm gefallen. Oh, in deine Nippel. Das hat ihm auch gefallen. Das hat ihm sehr gefallen. Er will mehr davon. Du kriegst mehr davon. Komm so her, da gebe ich dir mehr. Von meiner Portion. RPG. In dein Gesicht. Dieses Game macht wirklich Spaß, wenn man dominiert. Also hätte ich den nicht getroffen, dann wüsste ich nicht genau, was ich sagen soll. Das ist ein nice Gun Game, muss ich sagen. Nur. Oh, ja, spätestens bei dieser Waffe sterbe ich. Das ist aber normal. Oh, was? Oh, vielen Dank. Ja, spätestens jetzt würde ich 10-mal sterben. Das ist leider immer so bei Gun Game. Oh nein, das wär's gewesen. Alle Leute schaffen sowas, nur ich nicht. Ich sehe immer diese ganzen Clips bei den Montagen. Also zu der Kleidung. Ich mache dazu noch ein Relive-Video auf diesem Kanal. Oh yeah! Ich mache dazu ein Relive-Video auf diesem Kanal. Ein 20:4 Gun Game ist gut. Das ist sehr gut. Und dann zeige ich euch, ob ihr an der Kleidung interessiert seid. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber viele, viele haben mich danach gefragt. Selbst als sie nur das Oberteil gesehen haben. Aber das ist, ja, ich zeige euch das später. Aber das ist nicht nur ein Oberteil. Das ist quasi eine gesamte Kleidung. Also das ist eine Hose und ein Pullover quasi zusammen. Und mit so einem Reißverschluss. Zeige ich euch noch ein Video. Ich habe das schon oft genug auf meinem Let's Play Kanal gezeigt. Aber ich will das nochmal hier zeigen, weil ich weiß, dass ein paar Leute von hier gar nicht den Kanal verfolgen. Deswegen, ja. Ich werde das Video für heute erstmal hier stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schaut auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönitsch. Willkommen back zu einem neuen Video hier auf Studio in Black Ops 2. Und ja.